Ein Camp von Demonstranten, die sich gegen den Ausbau des Werks des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide bei Berlin wehren, ist am Dienstag geräumt worden. Umweltaktivisten hatten ein Waldstück in der Nähe der Fabrik bereits seit Ende Februar besetzt. Aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Versammlungsordnung, darunter auch Widerstand gegen einen Polizeieinsatz, könne die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei forderte die Demonstranten auf, das Gelände mit etlichen Baumhäusern im Wald zu räumen. Es gibt viele Versammlungsteilnehmer, konnten wir feststellen, die hier freiwillig nach der Auflösung den Bereich verlassen haben, also unsere Maßnahmen Folge geleistet sind. Es gibt aber auch noch vereinzelt Menschen in den Baumhäusern und in den Seilstrukturen ganz oben in den Bäumen, die sich dort noch aufhalten, bei denen wir jetzt dabei sind, sie entsprechend herunterzuholen. Eine Sprecherin der Umweltaktivisten bezeichnete den Einsatz der Polizei als unverhältnismäßig. Die Stimmung sei sehr angespannt. Genau, also wir bleiben natürlich so lange, wie es geht hier. Es sind ja noch Menschen in den Bäumen, die sich widersetzen. Die Lage ist natürlich gefährlich, sicherheitsmäßig. Es ist rutschig, es regnet den ganzen Tag, es ist saukalt. Aber wir sagen, wir werden unseren Protest weitermachen. Wir bleiben, solange es geht. Und dann werden wir weiterschauen. Die Demonstranten argumentieren, dass die Pläne zur Verdopplung der Größe der Tesla-Fabrik die Umwelt schädigen werden. In der Vergangenheit hatten sie bereits eine nahegelegene Autobahn blockiert und den Bahnverkehr unterbrochen, indem sie sich auf die Gleise setzten. Tesla will sein Areal in Grünheide für einen Güterbahnhof und Lagerflächen erweitern und dafür ein Waldgebiet vom Land Brandenburg kaufen.